Ja, meine Lieben, was soll ich euch sagen? Ein Tipp wieder Neues vom Flohmarkt. Ich habe es ja letzte Woche schon angesprochen. Ich habe eine ganze Tüte voll gefunden. Richtig geil. Flohmarkt läuft wieder richtig gut, als wenn der Flohmarkt niemals weg gewesen wäre. Ein kleines Gewinnspiel habe ich auch wieder für euch mitgebracht. Da zeige ich euch im Video, wie das funktioniert, was das genau ist, was ihr da gewinnen könnt. Jetzt will ich erstmal sagen, zurücklehnen, entspannen. Video wird wieder richtig spannend. Nein, ich hab ihn noch nicht. Der muss aber kommen. Bitte. Ja, bitte. 3 Euro. Eine. 3. Was wollt ihr denn hier haben? Gute Frage. Boris, was willst du dafür? Ich sehe gar nichts, was das ist. Ja, 10er. Ein 10er? Nee, das funktioniert nicht. Schade. Danke. Wenn wir die CDs haben, die stehen die im Rasen nach drüben. Ich wollte gerade sagen, ich sag genau wieder. So, jedes Teil 1 Euro hier. Ja, hier 1 Euro außer die Ständer da. 1 Euro außer die Kamera da natürlich. Nicht, alles mit mir. Aber alles. Pack erstmal aus, wir gucken nachher nochmal. Was? Kommst du nachher nochmal hier vorbei? Hast du irgendwas ein Videospiel dabei? Ich hab alles da. DVD habe ich da. Eine DVD brauche ich nicht. Videospiele. Das heißt Videospiele. Ich muss nur ein Videokassette oder was? Das hab ich ja gerne, das ist alles was dabei. Nee, um alle Nintendo oder Playstation spielen. Also, da musst du gucken, an der Seite, da hab ich was drin gepackt. Ah, ja, ich hab vorhin schon gesehen, da war ja nichts. Komm gleich nochmal gucken. Alles klar, Mann. Hey, grüß dich. Ja, morgen. Ja, die ganzen Mafia sind hier. Moin. Keine Ahnung. Kommt doch durch. 30. Alles? Marco, ich habe auch wieder ein paar neue Sachen bei dir. Ja, ich komme noch gucken. Harry Potter ist gerade in. Was? Harry Potter ist gerade total in. Ja, kann sein. Okay, Bob. Selbst gebraucht bei 40 Euro bei Libai und so einem Ankaufdinger. Moin. Was willst du für deine Spiele haben hier? 10 Euro pro Stück. 10 pro Stück? Ja. Wir wissen, was du hast hier. Danke, gehört. Also alles behalten. Ich habe auch Flohmusik, habe alle Fragen. Ja? Rui und... Mario, die Sachen da rein ist. Ach so. Ach so, das ist noch drin, ja. Okay. Was? Da gibt es ja auch Sinn, die da mit beizufassen. Wie spannen die da raus irgendwie jetzt ohne? Ja, ich würde das ja nehmen, aber die CD brauche ich natürlich auch, ne? Ja. Ohne CD ist natürlich blöd. Soll ich mal gucken für Strom kurz? Okay, ich gucke kurz, ja? Chef, hast du Strom? Kann ich ganz kurz Strom probieren? 1 Euro. Ja, gebe ich dir, aber erst mal probieren. Okay. 1 Euro, ja? Ja. Ich spiele das letzte Mal und... Was ist denn drin? Was willst du jetzt für alle? Ist ein guter Preis? Mario, ich wollte mehr, aber ich rechne auch 10er, ja? Mario. 1, 2, 3, 4, 5, ja? Das ist normalerweise... 50, ja? Also 45 kannst du machen. Mach 40 und dann nehme ich es mit. Ist okay. Okay, nimm. Ja? Ja, Freunde, und da ist auch schon der erste Fang des Tages. Eigentlich ein richtig geiler Deal, muss ich sagen. Da habe ich einmal mitgenommen, das Dschungelbuch. Astreiner Zustand, kannst du echt nichts sagen.
Dann haben wir Special Criminal Investigation. Auf der Rückseite sieht das aus wie so eine Art Outrun. Ich weiß nicht, Outrun kennen sicherlich auch einige von euch. Ist ja so ein Arcade-Klassiker, den es dann später auch auf dem Sega gab. Hier ist leider die Anleitung von Chuck Rock 2 drin. Da habe ich vor Ort leider wieder nicht mitbekommen. Ist nicht ganz so schlimm. Dafür sieht das Modul halt super aus und die Hülle sieht auch noch einwandfrei aus. Dann haben wir Asterix and the Secret Mission. Auch hier haben wir sehr schönen Zustand. Anleitung ist dabei, Modul ist dabei. Die Hülle sieht noch sehr gut aus. Das Cover sieht sehr gut aus. Dann gab es Land of Illusion Starring Mickey Mouse. Auch hier wirklich sehr, sehr schöner Zustand. Hier ist nicht nur die Anleitung dabei, sondern auch dieses Begleitheft und dieses Master-System-Poster. Des Weiteren sieht das Modul natürlich einwandfrei aus, die Hülle sieht einwandfrei aus, Cover ist wie geleckt. Und zum Schluss musste ich mir dann hart erarbeiten, habt ihr ja gesehen, Mario Kart Wii musste ich ja extra nochmal losrennen, weil das Spiel noch in der Wii drin gesteckt hatte, musste dann noch 1 Euro zahlen für Strom, damit ich das da rausbekommen habe. 1 Euro zahlen oder nicht, ja, ist natürlich viel zu viel, der 1 Euro dafür, für die 5 Sekunden Strom, die ich gebraucht habe. Aber gut, kannst du nicht ändern, dafür halt das Spiel halt relativ günstig bekommen, kannst absolut nicht meckern. Der Zustand ist wirklich top von dem Spiel, die CD hat keine Kratzer, das Begleitheft ist dabei, die Anleitung ist dabei, dann ist noch so ein kleiner Flyer mit dabei. Also wirklich einwandfrei, kannst du ja nichts sagen. Ihr habt ja gesehen, ich habe 40 Euro für alles bezahlt, ich würde sagen, das war auf jeden Fall ein super Preis. Und Chef, hast du noch was gefunden? Ich bin ja also leider nicht, dass ihr euch meine Lieben. Ihr habt ja auch was. Eine andere Erwartung als. Aber jedes Teil machen wir für 1 Euro hier. Wenn der Geld drin ist, ist mein natürlich. Ne? Ja. 1 Euro, ja? Ja. Gebe ich dir. Ja, und dann gab es für den ganzen Euro einen PS3-Controller. Und zwar noch original verpackt und unbenutzt. Klar, ist kein Original, das sieht man natürlich auf den ersten Blick. Aber für 1 Euro wollte ich den auf keinen Fall liegen lassen, weil der wirklich noch vom Zustand her sehr gut ist. Die UVP hat nichts abbekommen. Ich denke, der wird einwandfrei funktionieren. Und genau diesen Controller möchte ich dieses Mal euch verlosen. Treue Abonnenten und Zuschauer wissen bereits, wie es funktioniert. Einfach Hashtag her damit in die Kommentare und du nimmst automatisch am Gewinnspiel teil. Auslosen werden wir das dann nächsten Sonntag, allerdings nicht im Video, so wie ihr wohnt, sondern möchte ich das diesmal auf Instagram machen. Das heißt, wenn du am Gewinnspiel teilnehmen möchtest, solltest du mir auf jeden Fall bei Instagram folgen, damit du nächste Woche Sonntag auch die Benachrichtigung bekommst, ob du gewonnen hast oder nicht. Da hinten war irgendwie so eine Art Lego-Eisenbahn. Hinterm Dings sieht man die. Aber das nicht, ob das Lego ist, weiß ich nicht. Hinten. Kann ich rumgehen oder darf ich mal sehen? Ja, ja. Oh, was liegt denn hier? Mal hier, René, ist das was für dich? Alle noch eingepackt. Chef, was willst du hierfür haben? Also 8 würde ich. Der lag hier auf der Tüte mit drauf. Der lag da auf der Tüte mit drauf. 9. Okay. Diese 20. 20? Ja. 10er wollte ich dir geben. Guck mal, ist schon kaputt. Die Kiste kaputt. Ja, aber die Kiste ist ja auch gut. Du musst ja auch schön sein. Wird noch 15. Oder hast du noch irgendwie Videospiele oder sowas? Kommst du ein bisschen später, Bruder. Ich hab noch nicht rausgegangen auf meinen Sachen. Ja, Freunde, ey. Und jetzt mal ohne Witz. Ich glaube, der Flohmarktgott hatte richtig Mitleid mit uns diesmal. Da gehen wir einfach nur nach dieser komischen Lego- oder Duplo-Eisenbahn gucken, die ich da gesehen hatte für meinen Kumpel René. Und der liegt da mitten auf dem Haufen, einfach oben drauf. Ein richtig geiler Sega Master System Converter in OVP. Hat hier oben zwar ein kleines Loch drin, finde ich jetzt aber nicht so schlimm. Begeistert, also absolut. Die Dinger sind schon relativ selten, also zumindest in OVP. Und den dann so auf dem Flohmarkt rumliegen zu sehen, echt verrückt, hätte ich absolut nicht mit dir gerechnet. Habt ihr auch gesehen, ich war ja sehr verwundert im Video auf einmal. Wie ihr sagt, hier oben ist so ein kleines Loch drin, das werde ich versuchen von hinten irgendwie, dass ich da ein Stück Pappe gegenklebe, dass das nicht mehr ganz so schlimm aussieht. Und dann kommt ihr auf jeden Fall so in meine Sammlung. Das sind R4-Module, 4 Giga. Ja? Ja. Na, warum nimmst du den mit? Nee, ich bin mal für 1 Euro hätte ich es mitgenommen. Ach so. Wie warum man das? Das ist aber hier, das ist so falsch, ne? Das hier muss da rein. Ey, was willst du nur für die haben? Das ist ja nicht richtig. 3 Euro. 3 Euro machst du, oder? Das ist ja ohne Hülle, ohne alles. Und 4. Ja, Freunde, und dann diese kleine R4-Karte hier für ein 3DS. Ich weiß ja nicht, ob die auch für einen normalen DS funktioniert oder 3DS. Könnt ihr euch ja mal genauer angucken hier. Ich weiß nicht, ob das einer von euch erkennt. Das ist halt so eine Karte, da kannst du halt Spiele von SD-Karte spielen. Und jetzt werden sicherlich einige wieder sagen, aber Raubkopien und so. Also wenn ich so ein Ding benutze, dann benutze ich es nicht für Raubkopien, sondern eher für Hacks oder sowas. Das ist schon das ganz Interessante daran eigentlich, weil es sind halt so Sachen, die kannst du sonst auf dem DS nicht so einfach spielen. Wie gesagt, und für 4 Euro dachte ich jetzt, da machst du glaube ich nicht viel dran verkehrt.
sind die Controller ohne Vibration. Erkennst du mal daran, dass nur Six Axis da steht. Wenn da DualShock steht, dann sind sie mit Vibration. Genau, genau. Stimmt, DualShock hatte gut. Ja. Früher hat er mir auch entschieden. Wisst ihr, schreibt er nicht mehr, aber. Kommt nicht mehr raus. Ja, jetzt. Habt ihr auch Spiele dafür bei? Fußball ist nichts. Hier, den Spiel haben wir. Okay, ich komm mal gucken. Okay. Was wollt ihr dafür haben? Zehner. Zehner? Ja. Machst du Fünfer? Ja. Gib mal 8 Euro um hier. Dann machen wir die Mitte, wir machen 7. Okay. Ja, dann machen wir so. Freunde, das ist der Beweis dafür, immer noch mal nachzufragen. Habt ihr vielleicht noch ein paar andere Spiele da? Habt das Spiel jetzt für 7 Euro bekommen, einwandfrei? Zustand ist eigentlich noch ganz gut. Ich würde sagen, ja, hat schon auf jeden Fall bessere Tage gesehen. Klar, ist natürlich nicht neu, das ist so ein bisschen abgestumpft schon. Anleitung ist dabei, Begleitheft ist dabei. Ja, lediglich hier oben im Modul hat so einen kleinen Kratzer oder so ein, ja, wie sieht man denn, so ein, hat unten dann rumgepult wahrscheinlich. Trotz alledem war 7 Euro natürlich ein super Deal, kannst du absolut nichts sagen. Ich weiß es nicht. Darf ich mal schauen? Habt ihr auch Spiele oder sowas? Ja, kann sie, aber das ist meine Frau. Ach so, okay. Ich muss nur springen, alles so. Das ist gut, das. Ja, verstehe. Danke. Hier auf dem Flohmarkt und hier bei Müller eine Kappe oder was? Der PSP bin ich raus. Wem hört denn das hier? Ist deins alles? Nee. Achso. Was wolltest du hier für haben? So ein Fünfer hätte ich jetzt gegeben für beide. Machen wir 6er. Bitte. Ja, gut. Zwei Remotes für 6 Euro. Einwandfrei, würde ich sagen. Habe ich schon sauber gemacht, habe ich ausprobiert, funktionieren beide. Einwandfrei, kannst du nicht meckern. Das Einzige, was hier ein bisschen doof ist, ich glaube, das erkennt man hier hinten. Die haben nicht die Originaldeckel drauf, sondern so eine Akkudeckel, die man dann in so eine Art Ladestation stecken konnte. Ja, muss ich mal gucken, ob ich die noch austauschen kann. Bei dem einen Deckel ist halt nur dieses Akkupack drunter, aber bei dem anderen ist das leider direkt dem Deckel verbunden. Das heißt, du kannst da nicht einfach irgendwie nur Batterien reinstecken und den Deckel wieder drauf, sondern du müsstest dann, wenn du Batterien benutzt, den Deckel ablassen. Wie gesagt, ich guck mal, ob ich dafür noch einen Deckel bekomme oder beziehungsweise zwei, wenn die nicht so teuer sind. Und dann würde ich sagen, war das für 6 Euro auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Fang. Schlage neu. Wie viel gibst du? Hast du hier auch noch Zubehör irgendwie? Controller oder Kabel oder so? Nix. Nur so. Okay. Was kostet die wie? 10 Euro. 10er? Ja. Mit Kabel alles? Ja, alles. Machst du 8 Euro? 9? 10 Euro. Zeig mal, was denn? Ach so, ne. Funktioniert aber, ja? Ey, und dann richtig geil, gab es passend zu diesen beiden Remotes, die ich da vorhin gefunden habe, gab es direkt mal noch eine Wii hinterher. Für einen 10er kannst du absolut nichts sagen. Die sieht noch richtig gut aus, die habe ich auch schon ein bisschen sauber gemacht. Die hat, ja, ein bisschen kratzig ist sie, klar, das ist nicht, bleibt nicht aus bei so einer Konsole. Aber die Deckel sind halt alle da, die ist im Gesamten auch sehr sauber. Also auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Fang, würde ich sagen, für einen 10er. Ist auch noch eine ältere Version, die auch noch GameCube unterstützt. Strom- und TV-Kabel waren natürlich auch mit dabei. Ja, dann gab es auch noch so einen Nunchuck dazu. Der funktioniert auch, habe ich auch ausprobiert. Genauso wie die Wii übrigens, die habe ich auch ausprobiert. Da war so ja noch ein Spiel mit drin, und zwar Wii Sports. War auch noch da drin. Ja, ist nichts Besonderes. Aber als kleine Zugabe, warum nicht? Ich habe auf jeden Fall mit Mario Kart, was ihr vorhin gesehen habt, habe ich da mal reingepackt, habe die Controller ausprobiert, habe den Nunchuck ausprobiert, funktioniert einwandfrei und für einen 10er echt top, also da kannst du nicht meckern. Ich glaube, die sind momentan ein bisschen teurer, hätte ich absolut nicht liegen lassen wollen.
Was willst du hier haben? 10. Mit Adapter. Ja, Adapter ist nicht wichtig. Die Kasse heißt. Hui. Was bekommen Sie für Ihre Spiele hier? Zwei. Ja, guck mal. Komm mal her. 18. Guck mal. Ich gucke. Ich gucke. Was gibst du mir? Was wolltest du? 18? Ja. Das heißt. Und du sagst das? Ich hätte jeweils 3 Euro, hätte ich gesagt. Heute nicht. Ja. Das ist zu wenig. Die sind zu viele Kratzer drauf. Alles klar. Ja, Freunde, das war das Flohmarkt-Video für diese Woche. Ihr habt ja gesehen, war eine ganze Menge geiler Funde dabei. Hat mir wirklich riesig viel Spaß gemacht. In meiner Region wird es mit Flohmärkten jetzt zukünftig auf jeden Fall weitergehen. Ich denke nicht, dass es da irgendwelche Rückschritte gibt, die Regierung jetzt machen möchte. Von daher denke ich, dass wir uns in Zukunft wieder auf einige Flohmarkt-Videos freuen können. Ich hoffe, dir hat das Video wie immer gefallen. Wenn ja, lass auf jeden Fall einen Daumen für mich da. Gerne auch abonnieren, wenn du genauso auf Retro stehst wie ich. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder.